Guten Tag, dies ist der automatische Anrufbeantworter von Sui Shomaru. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Knilz. Knilz! Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Together! Und zwar mit... Jesse666, ich habe gerade meinen Namen vergessen. Wow, sehr gut. Und wir haben nicht nur Jan dabei, nein, wir haben einen neuen dabei, der... Genau, Christian hatte ja keine Lust mehr. Ja, richtig, dem sind wir zu uncool und zu unprofessionell. Und wir haben zu wenig Abos für ihn, deswegen haben wir uns jetzt den Spottel Maru geholt, der aber gerade noch ein bisschen zu schüchtern ist, um zu sprechen. Ja, definitiv. Und dass er halt ein bisschen aufwacht, würde ich sagen, fangen wir auch mit den Regeln an, oder? Ja. Ey, hallo? Oh, Leute, kann ich nicht vielleicht doch wieder mitmachen? Ja, okay. Ich bin doch nichts ohne meinen Geist und ohne meinen Körper. Du bist die Stimme, vergiss das nicht. Ja, hallo Leute, ich bin natürlich doch wieder mit dabei. Spottel Maru hat keinen Bock, der ist zu schüchtern. Der hat noch nie in seinem Leben einen Sport Sport. Der hat noch nie Sport gemacht und hat in seinem Leben auch noch nie ein Wort gesprochen. Dabei ist er schon 53. Mein Gott, wie kann der überhaupt so viel leben? Jedenfalls, wir sind hier. Das ja, Trio. Wir werden euch jetzt mit den Regeln anfangen. Hey. Jan, der Geist und Markus, der Körper und ich, die Stimme. Wollen schließen wir sich mit der Reihenfolge zusammen. Anfangen? Genau, schließen sich zu einem Menschen zusammen. Die Reihenfolge. Ich fange an, mal wieder, ausnahmsweise. Aber wir sind cool, wir drehen nämlich einfach so. Genau, statt dass ich jetzt nach Christian komme, kommt Markus zuerst. Ja, und nach mir wird dann Jan als Schlusslicht dienen. Genau. So kann Christian mich nicht mehr trollen. Also, richtig, so kann ich höchstens von Jan getrollt werden. Für diejenigen von euch übrigens, die sich jetzt fragen, was reden die da? Diese Together-Reihe machen wir schon eine ganze Weile. Das ist quasi jetzt unser viertes Spiel der Reihe. Das erste haben wir vor etwas mehr als 2 Jahren gemacht. Richtig, das bedeutet, ihr seht den Anfang des Spiels, Part 1 bei mir. Und der zweite Part wird nicht bei mir hochgeladen, sondern bei Markus dann. Und der dritte Part wird ebenfalls nicht bei mir und auch nicht bei Markus hochgeladen, sondern nur bei Jan. Der vierte dann erst wieder bei mir. Und das machen wir ewig so weiter. Und falls ihr euch jetzt fragt, okay, wie genau funktioniert das, dazu kommen wir jetzt. Am besten jetzt, ja. Gut, also wir fangen fängt mal an. Achso, ja, das gut. Ja gut, dann mache ich's. Fängt an montags bei Christian, dienstags bei Markus, mittwochs bei mir, dann wieder donnerstags bei Christian, freitags bei Markus, samstags bei mir und Sonntag mal bei gar keinem. Genau, Sonntag bleibt unser freier Tag, Montag geht's dann bei Christian weiter. Wichtig ist, es darf sich untereinander nicht abgesprochen werden, wo wir als nächstes hin müssen oder hin dürfen. Sprich, wir sind sozusagen blind, was die anderen zwei davor gemacht haben. Yes, sir. Dazu kommt noch die nette kleine Regel, dass jedem von uns 2 Plätze im Pokémon-Team gehören. Die anderen 4 der Mitspieler dürfen nicht ausgetauscht werden. Soll also heißen, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt 2 Plätze frei. Und darf mit denen machen, was ich möchte. Ich darf die austauschen, wie ich will. Ich darf damit, darf sie benennen, wie ich möchte. Ich kann sie Wursttoast zum Beispiel nennen oder Pornoray oder genau. Ich kann. Die anderen dürfen sie trotzdem wieder umbenennen, wenn ihnen der Name nicht gefällt. Ich kann ihnen alle Attacken verlernen lassen und ihnen nur Heuler beibringen. Ich kann machen, was ich will mit den beiden. Aber die anderen 4, die darf ich halt nicht austauschen.
aber ich darf ihnen die Attacken beibringen, wie ich möchte. Und dazu kommen genau, VMs und TMs können wir auf jedes Pokémon einsetzen, wie es uns gefällt. Genau, das wollte ich gerade. Und auch die Namen ändern. Und auch die Namen ändern. Richtig, mit anderen Worten, das Einzige, was ich habe gerade so halb Schwachsinn erzählt, mit anderen Worten, wir dürfen die anderen halt nicht austauschen. Wir dürfen unsere eigenen austauschen. Jedem gehören 2 Plätze. Genau. Nackt. Und wir haben auch ein festes Zeitlimit pro Folge, damit es nicht zu ungleichmäßig wird. Es soll einfach irgendwo im Bereich zwischen 19 Minuten 30 und 20 Minuten 30 sein. Man merkt vielleicht die Alten kennen, es hat sich so ein bisschen erhöht. Um 5 Minuten als damals. Richtig, gegen den Willen Markus anfangs, aber er hat sich dann doch breitschlagen lassen, nachdem wir ihn mit Schokolade bestochen haben. Yay, genau, Schokolade, diese Schokodolche haben ihn ganz gut getan. Ja, die waren nämlich ziemlich hart. Und stecken sie immer noch fest? Nee, ich habe sie schon gegessen. Und geschmolzen zwischen den Rippen, lecker. Okay. Ja. So, das LP endet voraussichtlich mit dem Sieg über Lauro. Wer nicht weiß, wer Lauro ist, das ist sozusagen der Champ in dieser Edition. Ja, mit anderen Worten, der zweite Durchlauf der Liga. Genau, richtig. Beim ersten Mal ist ja noch jemand anderes da. Genau, nämlich du da hinten. So, das Pokémon-Training, beziehungsweise die Suche nach einem Pokémon, wenn man jetzt in einem Gebiet ankommt, sagt, hier gibt es mein Pokémon, aber es ist so selten mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5 Millionen. Dann darf man natürlich das Offscreen suchen und muss jetzt nicht 20 Minuten lang im Gras nach seinem Pokémon suchen. Das zählt nicht zur Videozeit und wie ich bereits sagte, Offscreen darf das halt gemacht werden, wenn man will. Kuchen. Genau. Ja, dann hätten wir noch irgendwas? Ja, ich glaube eigentlich nicht. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Ja, und wundert euch nicht. Ach ja, es fängt am Montag an. Das hast du schon gesagt. Aber eine Sache möchte ich auch noch sagen. Wundert euch nicht, dass wenn wir zum Beispiel jetzt Kommentare schreiben unter jeweils anderen Videos, wir haben schon ein bisschen was aufgenommen. Also diese Regel von wegen, wir haben nicht gesagt, was der andere machen soll, aber wir sind ja schon viel weiter. Also keine Sorge. Ich sag mal so, ich glaube 55 Folgen haben wir jetzt zu dem Zeitpunkt schon aufgenommen. Richtig, und die kennen wir quasi alle noch nicht. Das heißt, es wird so mega chaotisch darauf. Könnt ihr euch verlassen? Also ich glaube, die Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, seht ihr erst in 2 bis 3 Monaten. Kommt hin. Okay, ich würde sagen, wir backen jetzt noch ein bisschen und freuen uns dann backen, schon mal. Backen wir uns einen Keks? Wir backen uns jetzt einen Keks und ein Eis und euch die Vorfreude zusammen, damit ihr nämlich sagen könnt, geil! Und die von euch sagen, wird? Schaut trotzdem mal rein, sonst weine ich. Bitte. Eine wichtige Sache zum Schluss. Das ist ein Pokémon Together. Kein dummer Name wie Threegather, bitte. Ich weiß nicht, wer sich diesen Unsinn ausgedacht hat, aber so heißt unsers nicht. Gut. Ja, das Wichtigste kommt bekanntlicher zum Schluss. Und ich würde sagen, bevor wir noch mehr wichtige Infos raushauen, sollten wir vielleicht es jetzt hier mal beenden. Gut. Okay, Leute. Freut euch drauf. Wir freuen uns sehr drauf. Und, ihr kennt ja die Regel, wer geht euch auf den Piss? Janis, Markus, Chris. Und mit diesen Worten sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.